Romage, Romage, Hallo. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei einer Runde Hashtag Alive. Wir haben theoretisch Samstag um 14 Uhr, wenn das alles so klappt, wie ich mir das überlegt habe. Und zwar muss ich jetzt ein bisschen Marathonaufnahmen machen, weil ich aber heute gar keine Zeit habe. Das heißt, ich muss für Samstag zwei Videos, für Sonntag zwei Videos und für Montag ein Video machen. Ich habe so ein bisschen verzauberte Rüstung jetzt, ein Schwert. Und jetzt, weil ich jetzt auch noch etwas verzaubern will, will ich mir Kühe holen. Habe ich hier schon einen Käfig gemacht. Ich habe Weizen und ich guck mal, wo wir so welche finden. Machen wir schon mal auf. Ich habe das Gefühl, dass hier noch welche sind irgendwo. Wenn das so wäre, wäre das schön. Ja, ja, Elimination geht bald los, wie schon im Infovideo zu sehen und hören. Ja, ich freue mich mega drauf. Wenn das kommt, ich werde jeden Kampf mit aufnehmen. Malte, ich und Yannick sind ja, so Malte, Yannick und ich heißt es ja korrekterweise, sind Moderatoren, das heißt, aus Third Person. Und das wird jeden Tag ein Kampf kommen. Das heißt, dass auch in der Woche zwei Videos kommen und es laggt so ein bisschen, ne? Ja. Dass halt in der Woche auch zwei Videos kommen oder Wochenende sogar drei. So sieht's aus. Oh. Ist verreckig hier noch. Warum sind denn hier auch so viele. Ach ja, ist ja im Wald. Oh. So lange. Ja, also dann kommen in der Woche zwei Videos und am Wochenende drei Videos. Wie zeitmäßig habe ich mir noch nicht so überlegt. Aber kommt schon noch. Mir wird da noch was einfallen. Ich brauche eine Muku. Hallo. Hommage. Ja, willst du was erzählen? Eigentlich nicht. Hier müssen doch irgendwo mal Kühe sein, Leute. Kühe. Das ist eigentlich schon wieder viel zu weit, weil es schon zu nervig ist. Jetzt geh mal durch den großen Zauberwald. Wie auch immer es heißt. Also ich nenne es jetzt mal Zauberwald wegen den Pilzen und so. Da renne ich jetzt mal durch. Guck mal, ob da welche sind. Hier ist aufgefallen, dass ich letzte Zeit in den Aufnahmen immer so ein bisschen das Atmen mit aufgenommen hatte von mir. Also meine Atemgeräusche. Und deswegen bin ich jetzt mal ein bisschen weiter weg, habe das Mikrofon weiter aufgedreht. Ich hoffe, es sollte damit jetzt funktionieren. Ich mal gucken, nach dieser Aufnahme werde ich das dann noch ein bisschen fein einstellen müssen. Und dann habe ich das. So. Kühe. Fromage, Kühe. Fromage, Kühe. Hallo, Kühe. Kann nicht wahr sein. Dass ich kein Optifine habe. Nur Optifine bringt irgendwie mein Minecraft eher zum Laggen, als dass es flüssiger wird. Also ich verstehe auch nicht, woran das liegt. Wenn ihr wisst, woran das liegt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oh ja. Ja, wo gehen wir? Jetzt gucken wir mal hier weiter. So ein bisschen rechts von uns. Na, ich habe hier so einen Viererbaum, Fichtenbaum gepflanzt. Der ist auch noch nicht gewachsen. Er steht auch noch nicht lange da. Ah. Oh, ich komme nicht drauf. Ach, nächstes Mal wird es wahrscheinlich, also ich sage jetzt, ne, ich verspreche nichts, wie immer. Zwei Unboxing-Videos geben und zwar von meiner neuen Tastatur und meiner neuen Maus. Also, ne, vielleicht diesen Monat. Muss gucken, wie das denn jetzt hier so hinkommt. Weil meine Maus, mit der bin ich einfach nicht so zufrieden, weil die einfach zu klein ist für meine Hand. Und meine Tastatur ist halt schon ziemlich abgezockt. Kann man das so sagen, ja. Also, da sind schon einige Gebrauchsspuren dran. Sprich, abgeblätterte Farbe und so. Leute, ach, was mir gerade einfällt.
Und zwar habe ich jetzt Instagram und Twitter und Facebook will ich jetzt auch wieder aktiver benutzen. Hatte ich schon länger, aber ich will es jetzt wieder aktiv benutzen. Links sind in der Videobeschreibung und auch bei unter uns, über uns auf meinem Kanal zu finden. Würde mich freuen, wenn ihr mir folgt oder ein Gefällt mir da lässt, je nachdem, wie es wo heißt. Ja. So würde mich mega freuen. Dann bekommt ihr so mit, was abgeht bei mir. Also bei, ich denke mal, Instagram werde ich am. Instagram und Twitter werde ich am regelmäßigsten nutzen. Ich denke mal, Facebook. Ja, ich bin nicht mehr so der Freund von Facebook, auch privat nicht. Deswegen, mal gucken. Also wenn ihr auf Facebook steht und das bemerke, dass da viele aktiv sind, dann benutze ich das natürlich auch. Ah, oh, der ist so cool. Aber, ne? Wenn nicht. Boah, wie viele Kühe hier sind. Boah. Ja, dann kommt mal mit. Weibatz. Hallo Kühe, alle mitkommen. Finde ich cool, wenn ich die alle rüberkriege. Hätte ich direkt voll in die Megazucht am Start. Leute, komm, es ist gerade Nacht, ist nicht so cool. Ja, das wird jetzt mega langweilig, aber ich brauchte hier eine Folge und ja. Mein Gott. Das sieht lustig aus. Kommt mit. Warum geht die eine Kuh rückwärts? Naja. La 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 la. Naja, komm. Mal ein bisschen schneller gehen können wir ja. Hopp, hopp, hopp. Los, komm, 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 komm. Los, vom Arsch, vom Arsch. Vom Arsch. Lustig. Naja, geht. Oh, nicht herein. Oh, ich höre ein Zombie. Im Moment Geisteraktion, die ich auf YouTube so feier. Die Arena des Todes von JLP und Zombie bei Zero. Zero. Varo. Mega geil. Ich hab mich kaputt gelacht. Oh, das ist so richtig. Sowas macht man eigentlich nicht in der Folge, gerade in einem Projekt, wo man sowieso Offscreen spielen darf. Ich weiß auch gar nicht, ob ich gerade in die richtige Richtung gehe, aber ich denke mal jetzt schon. Ja, da ist Lukas Haus. So, jetzt ist Wasser, Freunde. Hopp, hopp. Den, 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 den Bonanza. Ich bin. Ja, ein Cowboy. Nicht zu verwechseln mit einem Callboy. Nein, nein. Das bin ich nicht. Ein Cowboy. Oh, scheiß Zombies kommen hinterher. Aber ich kann ja nicht das Zeug aus der Hand legen. Muss ich die alle einfangen, gerade jetzt hier im Wasser, wäre es echt scheiße. Aber anscheinend sind die Kühe schneller als die Zombies. Alter, wie viele Hühner sind hier eigentlich? Bloß nicht ertrinken, Mädels, ne? Und Jungs und Twitter, also eigentlich Twitter, ne? Ich kann man ja paaren, wie man Lust hat. Okay, die eine ist zurückgeblieben. Kann ich jetzt auch nicht drauf eingehen wegen den Zombies. Komm schon mit. Ja. Schön mitkommen, Reibers. Püppchen. Ja. Also Social Media habe ich gesagt, Vorproduzieren habe ich gesagt. Was noch was zu erzählen? Ne, eigentlich nicht. Nein! Scheiße, das kann ich auch mal irgendwie Zombies scannen. Hopp, 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 auf geht's. Sind hier auch alles so scheiße zugewachsen. Kann man diese Scheiße mitnehmen? 1, 2, 3. Wieder zwei Stück hängen geblieben. Hey, du bist da unten. Hallo. Seht ihr mich jetzt?
Ja. Schön mitkommen. Oh, wieder nur vier. Egal, vier Stück sind okay. Vier Stück bin ich top mit zufrieden. Hier haben wir eben mit den Kühen durch Lukas Haus. Ein paar Fußabdrücke hinterlassen. Das ist nicht mehr so weit, aber es sind schon wieder zwei Zombies. Das ist schon wieder ein Zombie. Oh. Oh, die triggern ja mittlerweile auf eine Entfernung, das ist nicht mehr normal. Verreckt. Na da, mir jetzt. So, oh, ist das spannend. Oh jo. Ah, da kommt schon wieder nächste Zeichen, die Krise, ey. Ich glaube, da links ist ein Skelett. Zumindest im Augenwinkel gesehen. Hier, die Boxershorts sind auch lustig. Wir haben erstmal als Haustier drei Eisengolems. Ich meine, warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. Wenn man so viel Eisen hat. Ich dachte eigentlich immer, dass man die nur kriegt, wenn man so viele Villager irgendwo hat, aber anscheinend kann man die sich auch selber spawnen. So ein bisschen wie, wie die Schneelings. Ja, die eine Kuh balanciert erstmal da über die Zäune. Nein! Mir war so klar, dass die eine, dass die runterfallen. Egal, ich bringe jetzt immer die zwei weg. Komm schon. Jetzt müssen wir auch noch hier übers Wasser. Oh nein. Okay, die gehen anscheinend so drüber. Oh, es ist doch nicht mehr weit. Kommt, kommt. So, Rinder. Ja, hier. Hier geht's rein. Sich verarschen. Sind die dumm? Der meist normale Kühe. Alter. So, jetzt rennen hier. Ja. Ja, nein, hier. Oh, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Okay, das war gerade, nein, mein Vater ist bei mir vor dem Fenster am Blumenwiesen. Jetzt klopft, hat er auch noch geklopft, aber, mein Gott. Ach, guck mal, da sind die beiden Kühe, ja. Ah, ich gehe jetzt erstmal pennen. Weil das nervt mich. Und man hört dieses Tippeln der Füße, hört ihr das? Ja, ne? Schrecklich. So. Mal eben was essen. So, eine Moku. Ist ja noch. Ah, da unten. So, jetzt kommt ein Mensch und nicht wieder so waghalsige Aktionen hier. Das wollen wir ja gar nicht. Los, kommt schon. Oh, EP. Pfeile, immer gut. Durch mein Looting 3-Schwert werden wir auch ordentlich, ordentlich Leder dabei rausbekommen. Das schon mal sehr gut ist. Ich baue es hier direkt einfach vorne einen Zaun ab. Einen Zahn. Ja, komm rein, komm. Oh, da ist gerade der große Baum, was habt ihr gesehen? Und du? Hey, Fromage. Hey, Käseproduktion. Fromageproduktion, hä? Komm, den da noch rein, dann hol ich eben noch Weizen.
zum Züchter und dann haben wir es doch. Komm, rein, 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 rein. Mal in die Ecke. Ja. Nice. Schnell Weizen geholt. Zwei hätte ich zwar schon gehabt, aber es reicht nicht für alle. Wollen ja alle zufriedenstellen. So. Das reicht schon. Leute, gar nicht. Gucken, ob ich die mal irgendwann woanders hin umlagere. Hier ist ja etwas unpraktisch. Aber naja. Du und du und du und du. So. Ja, Freunde. Wir haben Kühe. Endlich. Für Leder. Damit wir uns machen können einen Verzauberungsdüsch. Flammage. Oh ja. Egal. Wir sind ein bisschen abgelenkt gerade. So, jetzt ne, noch 4 Videos aufnehmen. Macht Spaß, ja. Tschüss.